Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge LS22 hier im Luma-Projekt. Ja, in der letzten Folge haben wir endlich nach diversen Update-Problemen dieses Let's Play wieder ins Laufen gebracht. Ja, es stehen weiterhin diverse Erntemissionen an. Ja, und wir haben jetzt das erste Mal die Situation, dass wir ein Getreidefeld ernten mit der Mission, dass das Stroh uns gehört. Das Laden oder Aufsammeln auf dem Feld via First Player schon mal funktioniert. Er kann dann auch an AD übergeben zum Abliefern hier beim Verkauf Stroh, Heu, Gras. Ja, da dachte ich mir, da hole ich euch jetzt mal mit rein. Mit dem Ballen ist es ja so, dass er zwar hinfährt, aber nicht ablädt. Ja, wir gucken uns das hier einmal an. Wäre natürlich schön, wenn er selbstständig ablädt. Braucht man da nicht immer hinspringen. Ja. Schon allein die ganze Fahrerei nicht haben. Ist ja auch schon mal 90% gewonnen. Aber gut, vielleicht klappt es ja jetzt mit dem losen Stroh. Laden hier. Er lädt ab. Wie cool ist das denn? So, kommt ordentlich. Naja, ordentlich ist relativ, aber es kommt zusätzliches Geld rein. Er wird sich dann jetzt direkt zu Feld 14 zurückmachen. Den letzten Punkt dann wahrscheinlich aufnehmen. Ja, dann hier have fun. Das kann natürlich nicht funktionieren. Ja, ich habe hier inzwischen den Schwader laufen lassen, allerdings nicht darauf geachtet, wo er ablegt. Ist aber auch schon durch hier, mein Freund. Das reicht mir schon. Nicht mehr. Ich klappe das Ganze mal ein. So, dann könntest du das meiner Meinung nach auch hier einfach am Wegesrand stehen lassen, nämlich nicht zurück zum Hof. So, irgendein LKW findet hier mal wieder den Weg nicht. Das ist offensichtlich du. Das ist ein bisschen schade. Ja, das ist ja gut. Ich sorge ja schon dafür, dass du den Weg findest. Das sollte eigentlich gar nicht so ein weiter Weg hier. Ja, danke. So, das ist Feld. Jetzt habe ich nicht drauf geachtet. Feld 20 und wir müssen da oben hin. Das heißt, dann macht es eigentlich mehr Sinn, wenn wir auch da oben rausfahren. Ja, hier wird dann wahrscheinlich wieder voll sein, bis wir wieder da sind. Sei es drum. Der andere LKW findet den Weg auch nicht. Ich weiß nicht, ob man da was einstellen kann, dass die Reichweite dass die besser wird. Keine Ahnung. Schreibt es mir gerne in die Kommentare, wenn ihr da was wisst. So, bist du auf dem Weg? Du hast ja den ganz kurzen Weg. Von Feld 14 hier zu Dings, das heißt, wir müssen. Hier Richtung Schneidwechsel ab. Ja,
Das könnte ich jetzt eigentlich fast selbst machen. Wollen wir ja nicht. So, dann geht's hier erstmal weiter. Der restliche Schwert. Dafür ist hier schon wieder Ballen abladen, nicht automatisiert. Neuer Spielstart. So, und die Schwadablage ist natürlich, naja, wie wir müssen denn nur bescheiden. Obwohl es passt, hätte ich jetzt nicht mitgerechnet. Ja, dann würde ich sagen, mit dem Puzzle den einen Ball hier nochmal voll machen. Dann schicken wir ihn den Ladewagen holen. So, Finn ist wieder zu Hause. Verstehe ich nicht, warum du hier liegen gelassen hast. Wenn das mit der Pickup-Breite nicht so schön funktioniert. Na gut, dann mal der CP-Kurs-Millimeter daneben. Kann man haben. So, 14 zu 72% abgeschlossen. Den Ballen werden wir auch gleich abgeschlossen haben. So, dann kommen wir in die Problematik, dass wir zwei Abfahrer voll Strohgrasverkauf haben. Ja, wir schauen. Wickel den mal noch im Eimer ein. Stimmt die hier in die Seite. Jetzt gibt bitte auch einmal zum Shop. Ja, er ist schon wieder voll. Nichts von mitgekriegt. Das ist bei Kirstie und AD immer gut, wenn man da nichts von mitkriegt. So, du bist angekommen. Ich muss sagen, tanken den schon mal auf, bevor das irgendwer vergessen hat, gerät.
dauert ein Minütchen. Bewegt sich da was? Ja. Aber ganz dezent. Ja, da können wir auch noch pünktlich zum Abfahren. Oder abtanken. Abfahren. Ja, er ist auch unterwegs. Er macht hier Vollgas. Er bahnt sich seinen Weg. Ja, dann läuft auch gerade. So, der Tank ist vorher. Ich glaube, wenn man aussteigt, macht geht's schneller. So, dann nehme ich euch ja gerne Außenansicht rückwärts. Vorwärts und rückwärts fahren, ein bisschen besser switchen. So, ich weiß jetzt nicht, bist du 1 oder bist du 5? Bist du 5? So, ich habe jetzt gelernt, wenn ich jetzt einmal hin und her switche, dann speichere ich das. So, 2, 3, ist egal. Immer mal ganz lange S2. So. Ja, er könnte jetzt theoretisch die Walz-Mission machen. Laufen. Gerät, was dumm rumsteht, kostet Geld. Gerät, was sich bewegt, sollte im Idealfall mehr Geld einbringen, als es kostet. Ja, wir jetzt genau wie bei der Seemaschine hier eine 12 Meter Arbeitsbreite haben. Würde ich sagen, probieren wir das jetzt mal mit 2 Vorgewänden. Was er da dann für einen Kurs bildet. So, Kollege, einmal auf Bild 4 bitte. Habe ich auf. Kann ich das irgendwo? Ja, kann ich. Das hier sind, glaube ich, die Kursblickkurse, ne? Bild 4. Ja, wenn ich ihn gehabt hätte, hätte ich ihn jetzt auch nochmal neu machen wollen. So, er fährt mit 72% ab. Wohin weiß kein Mensch. Achso. Jetzt der Zielpunkt zum Feld. Wo wird jemand blockiert? Das kriegen wir in den Griff. Der wollte hier wahrscheinlich in der Linie folgen. Minder schwer gelungen, ja gut, jetzt ist hier einmal vom Onkel hier durch. So, mal verzeihen. So, würdest du dem folgen? Dann würdest du hier weitermachen. Dann würdest du da hin zurück. Ich finde den Weg. Was muss denn hier diese Linie hier sein? Okay, das ist jetzt dezent albern. Da wieder dahin. Entschuldigung. So, dann wie dann weiter. Mach einfach aus ein bisschen.
Das ist ein bisschen minder nervig, aber. So, ich setze ihn hier mal an. Sehen, was stehen wird und was nicht. Hier und warteter Ruf, das ist okay, er ist angekommen. So, jetzt nicht angekommen. So, du bist aber angekommen. So, was im Feld 15 nicht funktioniert hat, hier wird noch der Spruch verkauft, sehe ich. 15, ja, 15 nicht funktioniert hat, probieren wir jetzt hier nochmal aus. Das brauche ich nicht. So, gehst du nicht schon. Also, du gehst mir auf Feld 25 Ballen und bringst die zum Spaß. Dingsbums. Das Ganze muss auf Feld 25 mit Sammelwickelballen. Schauen wir mal, was das geht. Ja, er ist also glücklich. Achso, er ist im Feld angekommen. Hier jetzt ganz gerne. Das probieren wir jetzt mal mit zwei Vorgewinden aus. Zwei Vorgewinde. Ist das auf 12,3? Ist okay. Generieren wir bitte mal den Kurs mit zwei Vorgewinden. Gut, wir haben zwar wieder eine Freifläche, aber stopp. Noch nicht. Aber wenn ich es jetzt richtig erkenne, danke. Ich erkenne es so nicht. Na gut, dann sagen wir mal, Feld 4 ist soweit richtig. Kurz speichern. Hier 12.3M. Erster Wegpunkt und dann gucken wir uns den ganzen Quatsch mal an. Also wir haben wieder eine Beifläche, aber ich meine gesehen zu haben, dass diesmal nicht alles durch die Insel durchgeht. Das wäre ja schon mal ein netter kleiner Vorteil. Ja, hier passt es mit dem Vorgewinde hervorragend, der kann super wenden. 40%. Ja, er hat ihn jetzt wenden lassen, okay. Ja gut, das trifft sich ja. Dann beenden wir diese Folge mit dem gleichen Bild oder dem gleichen Fahrzeug, wie wir sie begonnen haben. Ja, würde ich sagen, hier wird fleißig weiter gearbeitet und ordentlich Geld verdient. Und diese Folge kommt zum Ende. Ich bedanke mich wie immer recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Bis dahin.